Ja, willkommen zurück in Modul 5. In diesem Modul soll es darum gehen, dass wir Tabellendaten individuell gruppieren, das heißt, ja, neue Felder schaffen, die so in unseren Rohdaten noch nicht vorliegen. Wir werden uns zum einen anschauen, wie man numerische Daten zusammenfasst, also sprich Zahlenwerte, die uns vorliegen, wie man Textdaten neu gruppiert oder auch Datumswerte in Monate, Quartale und Jahre aufteilt. Wir starten hier mit den numerischen Daten, das heißt, wir wandeln unsere Rohdaten einfach nochmal neu um. Deshalb klicke ich hier nochmal in unsere Tabelle hinein, wandle die Pivot-Tabelle um und bestätige mit OK und benenne das Tabellenblatt um in Auswertung 4. Beispielsweise wollen wir uns hier einen Überblick über die Altersstruktur in unserem Unternehmen verschaffen und deshalb ist logischerweise für uns wichtig, das Feld Alter als Wertfeld beispielsweise hier auszuwerten. Deswegen ziehe ich das Alter hier in den Wertebereich hinein und das sehen wir auch an der Stelle schon, dadurch, dass Excel hier die Anzahl bildet, dass auf jeden Fall in unseren Rohdaten ein Geburtsdatum fehlt, also das Alter nicht berechnet werden konnte, sonst würde nämlich automatisch die Summe berechnet werden. Deswegen können wir das an der Stelle schon checken. Ich wähle die Rohdaten noch einmal aus und scrolle hier rüber zu unserem Alter. Und da können Sie hier über die Filterpfeile zum Beispiel ganz nach unten scrollen. Da sehen Sie hier Leere. Also ich hatte recht. Ich suche einfach mal nach Leer und dann wird das auch automatisch ausgewählt und die anderen in dem Fall ausgeblendet. Mit OK kann ich das bestätigen. Und da sehen wir, dass es sich um den letzten Mitarbeiter handelt, den wir in den letzten Modulen eingetragen haben. Unser Mitarbeiter neu, das war unser Reklamationstest hier. Das heißt, an der Stelle könnten wir jetzt auch ein Durchschnittsalter eingeben. Hier bringt der Geburtstag in dem Fall nichts, weil wir ja noch gar nicht wissen, wen wir einstellen. Es sollten ja hier 2 bis 3 Mitarbeiter ergänzt werden. Deswegen nehmen wir hier ein Durchschnittsalter. Wir schätzen mal, dass das Durchschnittsalter hier 43 sein wird und deshalb gebe ich das hier ein. Die grüne Ecke zur Info signalisiert mir jetzt, dass da irgendwas anders ist als in den Spalten direkt darüber. Man kann da draufklicken, erhält ein Infofeld, also hier so ein Ausrufezeichen. Da kann man weiter navigieren mit einem Klick und dann steht zum Beispiel sowas drin wie inkonsistente berechnete Spaltenformel. Also in dem Fall bringt mir jetzt in dem ersten Moment dieser Hinweistext nicht sehr viel, aber man sieht hier berechnete Spaltenformel wiederherstellen. Das heißt, Optionen werden auf jeden Fall zur Verfügung gestellt, damit ich mir das so abrufen kann. Ich klicke da einfach mal drauf und dann sehen Sie, dass er hier automatisch die Formel von oben übernimmt. Das heißt, von den anderen Werten, die wir gerade eben ausgeblendet haben über den Filter. Hier über diese Funktion ist unser Geburtsdatum wichtig. Würde ich also hier ein Geburtsdatum eintragen. Ich nehme mal den 12. Mai 1967 und dann sehen Sie, dass natürlich die Formel hier auch einen Wert ausgibt. Okay, also das einfach nur zur Information. Ich trage trotzdem mein Durchschnittsalter hier jetzt ein, 43, und dann ist das eben hier einfach nur der Hinweis für uns, dass da die Formel nicht übernommen wurde. Das ist ja auch nur ein Beispieldatensatz gewesen für unsere Reklamation. Also das zur Information. Jetzt gehe ich zurück zur Auswertung 4. Optionen, also in den Table Tools hier oben, können wir dann den Aktualisieren-Button betätigen und dann ist dieser Wert auch hier übernommen worden. In der Anzahl tut sich da ja nichts, weil wir haben eben immer noch 152 Datensätze. Wenn ich also das Alter hier wieder rausziehe aus dem Wertebereich und erneut hinzufüge, dann sehen Sie sofort, dass eben standardmäßig die Summe gebildet wird, sobald alle Werte hier ergänzt wurden. Okay, die Summe des Alters bringt uns ja an der Stelle nicht wirklich viel. Deswegen werde ich hier das Ganze nochmal umwandeln und zwar werde ich das als Durchschnittswert hier mal ermitteln, also als Mittelwert und dann haben wir das Durchschnittsalter der Menschen sofort auf einen Blick sichtbar. Wenn wir das Ganze jetzt ergänzen um zum Beispiel die Abteilung, dann wird das Ergebnis logischerweise aufgeteilt auf die Abteilungen, die hier in unserem Unternehmen vorhanden sind. Damit wir jetzt hier auch mit ganzen Zahlen arbeiten, gehe ich nochmal den Weg über die Wertfeldeinstellungen, wähle mir das Zahlenformat und zwar eine Zahl ohne Nachkommastellen und bestätige das Ganze mit OK. Und dann haben wir hier auch die Durchschnittsalter ermittelt.
Aus dieser Übersicht können wir aber zum Beispiel jetzt nicht Gruppen ableiten, also bestimmte Altersgruppen. Wenn uns zum Beispiel interessiert, wie ist das Verhältnis der Jüngeren zu den Älteren oder wo liegt der Altersschwerpunkt in einer Abteilung oder in einem Team, dann muss ich hier einen anderen Weg gehen. Und zwar stellt mir der Pivot die sogenannte Gruppierfunktion zur Verfügung. Ich werde deshalb das Feld Alter hier einmal in die Beschriftungen übernehmen, also entweder als Zeilen- oder Spaltenbeschriftungsfeld. Ich wähle jetzt hier die Spaltenbeschriftung aus. Das heißt, wenn ich hier die Beschriftungen übernehme, wird mir jedes einzelne Alter angezeigt. Also wir sehen jetzt schon mal auf einen Blick, der Jüngste ist hier 18 und entsprechend der Abteilung zugeordnet. Wenn ich aber jetzt nicht alle Werte sehen will, sondern das Ganze zusammenfassen möchte in Altersgruppen, gehe ich über die Optionen in die Gruppe Gruppieren und da gibt es den Button Gruppenauswahl. Wenn man diesen betätigt, erscheint ein Hilfsfenster. Ich schiebe das mal ein Stück dazu, dass wir die Werte hier auf einen Blick haben. Wir sehen nämlich, dass der Start bei 18 ist, also bei dem jüngsten Alter in diesem Fall, und endet bei 60, das ist hier der Älteste im Bunde. Das heißt, Pivot erkennt hier automatisch den größten und den kleinsten Wert und bietet den hier auch an. Wenn man hier an dieser Einstellung nichts ändert und später in den Rohdaten Aktualisierungen vornimmt, dann wird sich das hier auch automatisch anpassen. Also da muss ich dann nichts mehr machen. Das wird für die Zukunft dann aktualisiert. Wenn ich aber selbst einen Einfluss darauf nehmen möchte, wie die Gruppenstruktur hier aussieht, beispielsweise 0 bis 100-Jährige, dann könnte ich hier eine 0 eingeben und hier eine 100. Das heißt, der Start ist generell bei 0 festgelegt und endet bei 100. Käme jetzt ein 110-Jähriger dazu, also ist jetzt utopisch, aber ich will es als Beispiel hier ergänzen, dann würde dieser nicht mehr angezeigt werden. Also hier muss man schon wirklich überlegen, was sind meine niedrigsten, was könnten meine größten Werte sein, wenn man hier eine eigene Struktur aufbaut. Und dieses nach bedeutet hier nach 10, dass hier schrittweise um 10 erhöht wird. Das nennt man auch Inkrement. Das heißt, hier können wir die Erhöhung oder die Verminderung einer bestimmten Größe ergänzen. Und wenn ich hier beispielsweise das abändere in 20, dann würde ich hier automatisch 20er Gruppen schaffen. Also 0 bis 19, 20 bis 39 und fortlaufend. Also bestätige ich das jetzt hier mit OK, können wir sofort die Gruppierung hier einsehen. Hier sind unsere Gruppen. Hier sehen wir sofort die Altersstruktur und wenn wir jetzt zum Beispiel das Team noch mit ergänzen, dann wird das natürlich auch auf dieses ausgeweitet. Was wir jetzt hier nur noch abändern müssen, ist das Wertfeld an sich, weil jetzt haben wir ja immer noch hier die Durchschnittsalter erfasst und das ist jetzt, denke ich mal, ein bisschen weniger aussagekräftig. Interessanter wäre es zum Beispiel zu wissen, wie viele Menschen in einem Team oder in einer Abteilung einer bestimmten Altersgruppe hier zugeordnet sind. Also ändern wir hier einfach unser Wertfeld auf Anzahl ab. Bestätigen mit OK und dann können wir hier die Daten übernehmen. Möchte ich nun die Gruppe ändern an sich, sehen Sie hier oben in der Gruppe Gruppieren das Gruppenfeld. Das heißt, hier kann man immer darauf zugreifen, sobald man diese Gruppe auch angeklickt hat. Bestätige ich das also hier per Klick, erhalte ich wieder das Ausgangsfenster, was wir eben gesehen hatten. Und hier können wir dann einfach unsere Änderungen vornehmen, dass zum Beispiel hier 10er-Gruppen geschaffen werden. Mit OK bestätige ich das Ganze und schon ändert sich hier automatisch meine Anzeige. Wichtig zu wissen ist nun, wenn eine Gruppierung erfolgte, dann habe ich die in jeder Auswertung ergänzt. Das heißt, in meiner Auswertung 3 oder den anderen findet man jetzt, sobald man das Feld Alter ergänzt, automatisch diese Gruppierung. Möchte ich sie also in dieser Liste oder in dieser Pivot-Tabelle nicht verwenden, muss ich sie wieder aufheben und dann wieder einrichten, sobald ich sie wieder benötige. Möchte ich die Gruppierung also wieder ändern, klicke ich auf die Gruppe drauf. Man sieht hier, das Gruppenfeld ist nämlich auch grau, deswegen ist das sofort ein Indiz dafür, dass ich das falsche Feld angeklickt habe. Einfach hier eine Gruppe auswählen und hier oben den Button Gruppierung aufheben betätigen. Und dann wird das Alter hier wieder aufgehoben. Ich nehme das Feld wieder raus. Wir brauchen das in der Auswertung 3 ja nicht. Und wenn ich jetzt in die Auswertung 4 zurückwechsel,
sehen Sie, dass auch hier dieses Gruppe aufheben sofort auch Auswirkungen auf diese Tabelle hat. Das heißt, man kann es in dem Moment eben erstellen oder vielleicht benötige ich auch nicht mehrere Auswertungen, sondern nur diese hier. Und dann ist das eben relativ einfach über die Gruppenauswahl hier wieder möglich. Einfach betätigen, die Daten wieder ergänzen, die man benötigt, mit OK das Ganze bestätigen und schon ist die Gruppe hier wieder verfügbar.